Einen wunderschönen guten Hallo. Halt, Mikro richten. Nein, nein, nein. Oh, verdammt nochmal. Und kein Werkzeug da. Super. Geht es so? Nee, geht auch nicht. Super. Ich kann gerade mal nochmal abbrechen. Super. So, aber jetzt. Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Vanilla. So, ihr seht. Ich habe hinter mir das Tor ein bisschen umgebaut. Das stand ja vorher hinter mir. Jetzt steht es da. Und ja, ich habe noch ein bisschen was anderes zu erzählen. So, wir gehen jetzt erstmal zurück. Nicht erschrecken, ihr werdet gleich einen Raum sehen. Und zwar diesen hier. Ja, ich musste das Netherportal nochmal unter den Bedrock knallen. Weil über dem Bedrock wird es nicht erkannt. Ich habe wie oft hier Netherportale unten drunter spawnen lassen. Über dem Bedrock werden die nicht erkannt. Das ist ein Fehler. Den ich gemacht habe, ja klar. Weil die Minecraft-Dingens, die will das ja nicht. So, ich habe, ganz ehrlich, ich bin so frei gewesen und habe mir hier den Bedrock-Zugang gecheatet. Also ich bin im Creative-Mode und habe dann hier Dingens Bedrock weggeknallt. Das war mir jetzt, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt da dran gesessen habe. Es war sehr lange. Ich habe zwischendrin auch mal was gegessen und hast nicht gesehen und ach, ich habe mich tierisch aufgeregt und es tut mir leid. Ich habe gecheatet, es tut mir wirklich leid, aber ansonsten wäre ich durchgedreht, aber so richtig. So, jetzt, achso, ja gut, ich kann euch ja mal hier den kleinen Raum zeigen, ne? Ist nichts Großartiges. Das ist auch hier der alte Raum, der alte Spawnraum, das Tor habe ich jetzt mittlerweile vergrößert. Jo, gut. Dann kommen wir hier raus und das ist ja auch gar nicht so... So das Problem. Das ist die berechnete Position von dem Tor im Nether. Na? So. Da müsste es dann theoretisch rauskommen. Und da ist es dann auch rausgekommen. Beziehungsweise ich habe das da hingesetzt und bin dann auch an der richtigen Position im Nether rausgekommen. Nachdem ich das unter dem Bedrock gesetzt habe. Das war kein Problem. So. Ich habe mir hier noch ein bisschen Zeug mitgebracht. Ich habe mir noch ein Bett gecraftet. Die Endertruhe habe ich von dem... Von der oberen Plattform über den Bedrock weggenommen. Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen Zeug drin. Und ich würde sagen, ja gut, da hinten sind wir ja. So, Bett habe ich dabei. Ja, die Sonne geht auch schon unter, das ist super. Alter, 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 was für ein Krampf, echt. So, zack, zack. Nee, du kannst nur nachts schlafen. Komm, Ei, komm her. Boah. Hallo, lass mich doch schlafen. Bitte. Na? Wird es jetzt? Ja, danke. Na also, geht doch. Geht doch. Ach je, Kinders, Kinders. Ich sag's euch. Also das war wirklich ein riesen Krampf. So. Erstmal hier das ganze Zeug weg. Ah, das ist ein Schwein. Ich hab schon gedacht. Erstmal hier weg. Ah, guck mal hier. Da sind noch ein paar Hühner. So. Wir können dann nochmal raus. Hier das Schwein auch. Oh, zwei Schweine sogar. So, so. Gut. Hätten wir das schon mal weg. Das Loch hier werde ich auch noch zumachen irgendwann. Ach komm, das mache ich gleich, sonst vergesse ich es wieder. Ich habe mir auch noch eine kleine Rüstung mitgenommen für Pferde. Falls wir hier noch ein Pferd finden oder sowas. Können wir dann wenigstens hier noch ein bisschen rumreiten. Drauf rumreiten, genau. So, und das wird jetzt erstmal unsere, ja, Basis, würde ich sagen. Unsere Hauptbasis. So, zwei Chests habe ich auch noch. Ja, und die Ender-Chest, die packe ich jetzt auch noch dahin. So, da habe ich auch noch ein bisschen Lapis, ein bisschen Diamanten und noch ein bisschen Eisen. Hier, Bruchstein, Kohle, habe ich mir auch mal mitgebracht. So, den nehme ich jetzt auch mal mit. Den kann ich eigentlich wieder reinpacken. Obwohl, ne, komm, die brauchen wir jetzt erstmal auf. Wenn wir sie brauchen. Gut. Achso, ja, warte mal, genau. Das kann mal rein, das kann mal rein. Tromholz werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen. Eichenlaub? Okay. Warum auch immer. Ein bisschen Essen habe ich mir noch mitgenommen. So, gut. Jetzt sind wir endlich hier. Dann können wir ja doch mal endlich anfangen hier mit dem Bau, was ich da jetzt vorhabe. Beziehungsweise erstmal Platz machen und so. Und hast du gesehen? Mal gucken. Wo waren das nochmal? Ich glaube hier, ne? Hier irgendwo? Ne, hier nicht.
Warte mal, da rein, glaube ich, ne? Kann das sein? Hier, das war zu klein, das habe ich ja schon gesagt. Ja, hier, genau, oder? Hier? Ach nee, da, genau. Jetzt haben wir es doch. Hier soll das entstehen, ja. Da müsste ich dann auch erstmal ausmessen, ob das so klappt. Ich brauche... Habe ich hier Fotos gemacht? Ich hoffe doch. Warte mal. Screenshots Vanilla, genau, da sind sie doch. Habe ich mir Screenshots gemacht? Natürlich nicht. Warum nicht? Und zur Falle Kirche, nee, ha, Mann, eh. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall viel, viel Platz. Müsste ich echt, echt mal... Ja, wobei, vielleicht machen wir das auch hier... Wo wollen wir hingucken? In die Richtung? Oder in die Richtung? Müssen wir das hier hinbauen. Hier den Bergweg fräsen. Schauen wir erstmal auf den Berg drauf. So, zack, zack. Nein, das war verkehrt. Das war schon wieder verkehrt. Ist Hammer. Ich hab doch... Nee, hab ich nicht. Egal. So, erstmal hier. Wenn die Plattform, wenn wir die Plattform erhöhen, vergrößern, dann sollte es doch eigentlich klappen. Dann sollte es eigentlich klappen. Ja, doch. Dann hätten wir hier sogar einen Zugang. Ich glaube, das machen wir auch so. Da wird hier der Berg ein bisschen angepasst und ja. Gut. Das würde ich gerne in der Speedaufnahme machen, aber ich habe jetzt im Moment keine Zeit mehr, um eine Speedaufnahme zu machen. Deswegen, es ist schade. Es ist echt schade. Also, toll. So eine Speedaufnahme in der dritten Perspektive oder sowas. Einfach nur hier, um den Berg wegzufräsen. Das wäre eigentlich jetzt ideal. Naja. Kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Halt. Ich nehme doch besser die Axt. So. Komm, nee, natürlich nicht. Warum denn auch? Och, Knarf. Mann, ich hatte noch so viele Themen vorbereitet und hast nicht gesehen und... Ah, Mann, ey. So, erstmal hier alles weg. Ist gerade egal, ob die... Ob die Schere, danke. Das Wort habe ich gesucht. Ob die jetzt daran glauben muss oder nicht. So. Aber dann können wir das hier wenigstens ein bisschen beschleunigen. So, das weg. Erstmal hier die ganzen Bäume weg. Na komm, mir ist auch egal. Oder auch nicht. So. Ich hatte mir noch so viele Themen vorbereitet. Zum Beispiel, habt ihr das vielleicht mitbekommen, das interessiert jetzt hauptsächlich die Internet-User. Facebook und Co. sind jetzt dazu verdonnert worden, die Daten von europäischen Nutzern nicht mehr in den USA speichern zu dürfen. Die sind natürlich enttäuscht, klar, ja, weiß man ja. Ne, dann können sie ja schwerer ausspionieren. Grund deswegen ist, ein Schweizer oder ein Österreicher, ich weiß es jetzt nicht genau, einer von den beiden, hat seit der Affäre mit Snowden, hat er gesagt, ja, die Amis, die haben eben keinen sicheren Hafen mehr. Ne? Wir haben ja ein Abkommen mit den USA, so von wegen, hey, super. So von wegen sicherer Hafen, Safe Harbor, wer den Begriff kennt. Und das besagt, dass die USA frei auf freiwilliger Basis unsere Gesetze quasi respektiert. So, da kann jetzt aber natürlich der Ami hingehen und sagen, oh, hier ist es Ausnahmezustand, beziehungsweise wir brauchen Daten, wir setzen das einfach mal aus. Und da hat eben der Schweizer oder der Österreicher dagegen geklagt und hat eben gesagt, ja, das ist aber... Nee, geht ja nicht. Ihr seid nicht mehr safe. Das heißt, das Abkommen, was die Bundesregierung oder was Europa mit den USA geschlossen hat, das ist nichtig. Und das hat der Europäische Gerichtshof, der EuGH, hat es entschieden, dass es jetzt eben auch so ist. Und ja, gut, das wird dann auch erstmal dann für die ganzen Leute heißen,
Facebook, Amazon, Google, gerade Google, ja, auch hier YouTube und sowas, dass die ganzen Daten, die sie von uns haben, hier lokal irgendwo in Europa speichern müssen. Die dürfen sie nicht mehr in den USA speichern. Das heißt, die müssen dann hier, müssten, ich sage extra müssten, weil was sie jetzt genau machen, keine Ahnung. Die müssten dann im Prinzip hier eine neue Infrastruktur, was Server und sowas betrifft, aufbauen. Und, ja, ob sie das machen, ob sie das Geld in die Hand nehmen, weiß man nicht. Oh, hier ist eine Höhle, sowas. Hab ich aber nie gesehen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber das ist auf jeden Fall mal wieder ein Hinweis darauf, dass die Europäer einfach zu gutgläubig mit den Amis umgehen. Ich meine, die ganze NSA-Geschichte und was da nicht alles war. Naja, also, verdammt, Folge ist zu Ende. Aber das Thema will ich jetzt auch noch fertig machen. Die ganze NSA-Geschichte und was da alles nicht war, ne? Wir Europäer glauben das einfach. Beziehungsweise unsere Regierung lässt es einfach so aussehen, als würden sie das glauben. Meines Erachtens ist das natürlich auch nicht richtig. Aber die wollen sich halt eben auch mit den Amis nicht verscherzen. Und deswegen werden sie dann auch sagen, ja gut, wir machen das einfach mal. Wir wissen zwar, dass ihr dann mehr oder weniger auf unsere Daten einfach so zugreifen könnt, ohne uns Bescheid geben zu müssen. Aber ja gut, wir vertrauen euch da blind. Ne? NSA-Affäre hin oder her, wir vertrauen euch blind. So kommt mir das vor. Naja. So, nee, aber ich werde jetzt hier auf jeden Fall dann in der nächsten Folge dann auch weitermachen, hier den Berg ein bisschen zu stutzen. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!